Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf dem ETS. Heute sind wir mit dem Bus unterwegs. Das ist ein Setra. Und zwar fahren wir heute von Mostar nach, Moment, gehen wir schnell auf die Karte. Von Mostar hier nach, nein, nach Sofia, also in der Nähe von Sofia, Nims, Sofia, also eher nach Griechenland wollen wir da unterwegs sein. Schauen wir mal, wie weit wir kommen. Wahrscheinlich müssen wir da sowieso mehrere Etappen machen. Also, geht ihr also von Mostar über Slavonski Brod nach Belgrad, Nims, Sofia. Vielleicht fahren wir sogar noch ein bisschen weiter runter. Werden wir sehen, wo uns das Glück hin verschlägt. Ich hätte sagen, wir starten einmal. Also wie gesagt, es werden mehrere Abteilungen wahrscheinlich werden, wenn es euch interessiert. Ansonsten wird es halt bei der einen Folge bleiben. Dann wollen wir mal kurz sehen. Wir werden jetzt das Garagenviertel jetzt verlassen. Und das. Wir haben auch hier schon Fahrgäste herinnen. Guten Tag. Ich wünsche Ihnen eine angenehme Reise. Sie haben WLAN, Stromversorgung für Ihr Handy. Machen Sie es sich gemütlich, genießen Sie die Fahrt. So. Dann fahren wir da mal raus. Nach rechts ab. Ja, unser Navi sagt nach rechts abbiegen. So, da, dann geht's los. Hopp. Demnächst rechts abbiegen. Okay. Biege nach rechts ab. Bei dem Bus werden wir ein bisschen mehr ausholen müssen. Rechts halten und dann Ausfahrt rechts nehmen. Okay. Machen wir. Nimm die Ausfahrt rechts. Wir haben Gott sei Dank einen sehr schönen Tag. Einen sehr sonnigen Tag. Aber es könnte sein, dass es wieder eine leichte Nachtfahrt wird. Weil wir doch jetzt schon immer geradeaus 15.34 Uhr haben. Links halten und dann links abbiegen. Wir wahrscheinlich wieder ein bisschen in biege die Nacht. Nach links ab. In die Nacht reinkommen sollten. Jetzt fahren wir ein bisschen weiter vor, weil sonst sehen wir nichts. Einmal rechts und einmal links. Geht und wir können rausbiegen. Wir wollen uns ja an die Verkehrsgeschwindigkeiten und Regeln halten. So.
Ich werde auch ein bisschen in die Außenperspektive gehen, dass ihr dann von draußen auch was sehen könnt. Oh, ups. Also eine Rücksicht nehmen die auch ja, auf keinen was. Wie ihr jetzt gesehen habt, haben wir ein wunderschönes Panoramadach bei diesem Bus. Also der ist sehr, sehr luxuriös, muss ich schon sagen. Ihr werdet es verzeihen, wenn es ein bisschen, naja, hin und her geht, aber ich mache diese Aufnahme jetzt gerade mit Tastatur, nicht mit Lenkrad. Und da ruckelt es halt ein bisschen. Aber mit Tastatur ist es nicht so schön wie mit Lenkrad. Höher, wenn man die Gegend auch sehen kann. Ich hoffe, es kommt kein Immer Regen. geradeaus. Ich hoffe, es kommt kein Regen, wenn ein paar schwarze Wolken aufziehen. Das ist ein schöner Fluss, sehr interessant diese Gegend hier. Diese Balkan. Bin ja ein großer Fan von Kroatien. Ehrlich gesagt, ich war selber noch nie in Mostar. Ich glaube zu wissen, dass ich noch nicht in Mostar war, sagen wir so. Aber wie man sieht, ist es eine sehr schöne Gegend. Upsi, alalalala, wieder hängen geblieben. Ab. Ich glaube, da muss ich nochmal zurück. Ich glaube, da bin ich hängen geblieben jetzt. Na, was ist jetzt? Na. Ich werde doch nicht jetzt hängen bleiben. Ach Gott, na. Ja, schön. Ja, ich kann nichts machen. Ich habe mich da festgesetzt. Oh, jetzt hat. Jetzt hat. Entschuldigung. Bin der nervösen Leid.
Da bin ich jetzt ja eng rangefahren. Ja, nur mein Kratzer. Muss da mehr rausschieben. Ich bin noch nie so wie zu diesem Bus gefahren. Ein LKW lenkt sich anders wie ein Bus. In der Mitte halt. Einer kommt, haben zu Pech. Busfahrer dürfte es jetzt nicht sehen. Jeder, der jetzt ein Busfahrer ist und dieses Video sieht, möge mir bitte verzeihen, da ich noch nie Bus gefahren bin. Also ich habe keine Übung darin im Busfahren, muss ich euch sagen. Ich habe mir gedacht, ich werde es mal riskieren. Oh, jetzt werden wir da mal stehen. Ampelrot. Hört man nicht weiter. Alter, tut sie leicht. Ja, Kollege, da drüben. So. Immer geradeaus. Ups. Zu abrupt. Swimmingpool. Linke Hand. Und dann möchte man gleich reinspringen. Direkt an der Straße, ich weiß nicht. Na, eigentlich ja nicht. Das muss er irgendwie ein Poolverkäufer sein. Oh, jetzt raus. Gib mal da mal vorsichtshalber. Die Sonne geht auch schon unter, wie man sieht, 18:18 Uhr. Also kommen wir doch wieder in die Nacht rein, wie ich euch gesagt habe. Demnächst links abbiegen. Ja, okay. Dann müssen wir jetzt links abbiegen, hat sie gesagt. Biege nach links ab. Ah, Helga. Also eine Zahlstation. Ja. Oder?
wir unser Ticket jetzt gekriegt. Jetzt fahren Demnächst wir weiter. rechts abbiegen. Gut. Druck ausholen. Biege nach rechts ab. Ja. Mal was sehen. Ja. Okay. Rechts, genau. Rückspiegel schauen. Wir wollen niemanden. Okay, und raus mit uns. So. Jetzt befinden wir uns auf der Autobahn. Ein bisschen mehr Tempo geben. Einiges Kaninchen. Ups. Und wieder runter. Wieder Mautstation. Hinter dem Bus. Ah, jetzt sind wir in Slavons. Sarajevo, kommen wir jetzt. Euro haben wir Zeit, okay, das geht ja. Wir bleiben geradeaus. Wir stellen uns bei den Tempomaten ein. Auf das auf 77, 78. Dann fahren wir schon gemütlich dahin. Schauen uns nebenbei die Gegend etwas an. Aber natürlich, wir schauen auch den Verkehr auf. Hat da kein Unfall war. Geradeaus weiter. Müssen wir runter. Okay, dann kann man jetzt rauskommen. Und der LKW da kommt. Thank you.
Upsi. Ja, sagen wir, sind zu schnell. Aber wir pendeln uns wieder da ein. Genießen noch die Fahrt. Geht natürlich die Sonne schon unter. Und die Gegend ist trotzdem in Dämmerung auch noch sehr hübsch. Licht erinnern. Rechts halten und dann Ausfahrt rechts nehmen. Nimm die Ausfahrt rechts. Ach, nicht schon wieder. Au. Immer bleibe ich bei dir recht, die Kurven da hängen. Und dann leider kommen wir wieder zu einer Mautstation. Ja. Ja, das ist keine Grenzkontrolle mehr. So, liebe Damen und Herren, liebe Fahrgäste, bitte halten Sie Ihre Pässe bereit. Es wird jetzt kontrolliert. Geht doch. Oh, doch noch nicht. Oh Mann, die werden jetzt zweimal aufgezogen. Was war das jetzt? Oh. Demnächst rechts abbiegen. Biege nach rechts ab. Bitte links halten. Wir halten uns da jetzt links. Ich bin zu schnell. Aber ich bin zu schnell.
Jetzt fahren wir noch bis zur nächsten Raststation oder zur nächsten Ausweiche und dann machen wir mal eine Pause und wir fahren dann nächstes Mal gemeinsam dann weiter. Ich sagen. Da pumpt im Moment keine. Ups. Ist doch ein bisschen eine längere Fahrt. Jetzt. Dann werden wir einfach Immer hier, geradeaus. okay, werden wir einfach hier jetzt einen Stopp einlegen hier drüben. Jetzt gerade nicht. Aber heute. Ah, da vorne ist ein Ding. Das ist gut. Dann fahren wir da drüben zur Werkstätte rüber und da werden wir dann beim nächsten Mal weiterfahren. Aber das steht noch da. Ja, da sehe ich gerade eine Werkstätte. Fahren wir jetzt einfach dann rüber. Und beim nächsten Mal geht es dann von hier aus weiter. Immer geradeaus. Nee, wir biegen da jetzt ab. Neu berechnen. Ja, das. Demnächst links abbiegen. Biege nach links ab. Und da ist dann die Werkstatt. Genau, und da werden wir. Oh, dann schiebe ich den in rückwärts.
So, meine Lieben, das war's für heute. Es hat mich gefreut, dass ihr wieder alle dabei wart. Ich hoffe, ihr seid auch bei den nächsten Part dabei, wenn wir dann die nächste weitere Strecke fahren. Und wünsche euch noch alles Gute, bleibt gesund und ich freue mich auf das nächste Mal. Tschüss! Thank you.